Ey, das Bun ist so weich. Moment, das ist so gut. Noch so leicht rosa in der Mitte, oder? Smashburger, aber trotzdem rosa. Heute nehmen wir einen sehr frühen Flug, meine Damen und Herren. Okay, 7 Uhr ist gar nicht so früh eigentlich. Herzlich willkommen zurück in der Show Historyfeed. Wie geht's uns? Oha! Ich bin einmal 5 Uhr morgens, als ich nach Brasilien geflogen bin, in so einer Schlange gestanden. Nicht ganz nüchtern, das war eine meiner schlimmsten Flughafenerfahrungen überhaupt. Wann warst du zuletzt in Athen? Wann? Nicht mit wem? Auf jeden Fall werden wir ein sehr elegantes Wochenende in Athen verbringen. 3 Nächte. Boarding already. Knappes Ding. We late. Guten Morgen, Austrian Airlines. How are you? Ein schöner Sonnenaufgang. Oh, okay. Ich gehe noch ein paar Gewitter herum, aber die umfliegen wir. Und dann wird es wunderschön. Ich wünsche Ihnen jetzt schon einen sehr angenehmen Aufenthalt am Bord. Das Klatschen gehört zum Schluss übrigens. Good morning, ladies and gentlemen. Your first officer here, okay, that is the entire cabin crew. I'd like to welcome you. Ist der sicher Pilot oder fliegt er? Lustigste hat er leider verpasst. Slatibor heißt übersetzt die goldene Pinie. Wirklich, wirklich schön auf der rechten Seite, wenn Sie unterschauen im Morgenlicht. Slatibor ist das Wintersportzentrum von ganz Serbien und von dort für eine Seite. Wir wollen gerne Foto mit Ihnen machen. Geht da das? Machen wir gerne. Ja, komm. Genießt euren Urlaub auf jeden Fall. Viel Erfolg. Dankeschön, danke. Euch auch. Yes, yes. Welcome. Peace, Freunde, was geht? Und herzlich willkommen in Athen. Der Bruder liebt die Gefahr. Ja, ja. Alter, der Kofferraum ist größer als ich dachte. Sieht zu klein aus. Chef, what's your name? Lampos. Lampos? Yes. Nice to meet you. Yasu. Yasu is hello, right? Yeah. Yasu. Er sieht zunehmend griechisch aus. Thank you very much. Thank you, boss. Have a good day. Lukas? Yes, I do. It's Katharina. Nice to meet you. Well. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in unserem Hotel. Aha, nice. Mit dem Namen NYXNYX. Let's go. Okay, es ist noch sehr früh. Ich glaube genau 12 Uhr mittags. Wir können noch nicht aufs Zimmer, deswegen suchen wir uns was zu essen. Mittagessen. Ich habe ein paar Vorschläge von euch bekommen. Ich habe selbst ein bisschen Recherche betrieben. Ich habe was rausgesucht, was sehr, sehr geil aussieht und ich glaube, es wird auch so gut sein, wie es scheint. Shine on me, like the sun does. Dang, ich habe keine Sonnencreme drauf, die Sonne. Ja, meine zarte weiße Haut, die wird jetzt gegrillt. Gegrillt wie Souvlaki. In Athen gibt es auf jeden Fall übelst viele Roller und nicht nur Roller, sondern auch sehr, sehr viele Motorräder. Das ist mir letztes Mal schon aufgefallen. She taking stories. Okay, wir schauen kurz weg. Auf jeden Fall habe ich ein Restaurant mit dem Namen Birdman gefunden. Und ich weiß, sieht alles andere als griechisch aus, aber wir sind hier ein bisschen auf Holiday und ich einfach mal essen, worauf ich Bock habe. And what's the name of the channel? It's like my name, it's Lukas, L-U-K-A-S. Oh, just Lukas. Just Lukas, yeah. Hast du gehört? Lukas. Ich glaube, deren Main Thing ist auf jeden Fall der Grill. Das haben wir vorhin schon kurz gesehen. Da brennt eine Flamme, beziehungsweise da glüht eine Glut. Die steht schon Yaki Grill. Und es ist eingeteilt in Tori Chicken. Eigentlich wollte ich auch unbedingt hin wegen diesem Burger, den sie eigentlich auf der Karte hatten. Schaut mal, was das für ein Gerät ist. Aber anscheinend haben die den Burger nicht mehr. Und den gibt es jetzt dort hinten in einem. Das, ich weiß, frag mich nicht wieso, aber den gibt es hier nicht mehr. Und dort hinten in einem so einen kleinen Pickup, Takeout Shop. Und die haben da auch noch andere Sachen, die auch extrem lecker aussehen. Jetzt denke ich mir gerade, ich hätte eigentlich dahin gehen sollen. Vielleicht holen wir uns den Burger einfach morgen. Das, meine Damen und Herren, ist das sogenannte Birdman Tataki. Was sagt ihr? Wir haben auf jeden Fall fein aufgeschnittenes Beef, Limette, Schnittlauch, diverse Mikroblumen und... Wir hatten auf jeden Fall was Ähnliches in Osaka, in einer Izakaya. Zwei Stockwerke unter der Erde, falls ihr euch erinnert. Das sieht sehr, sehr ähnlich aus und... Ah, ladies first. Okay. Das ist klein, das Fleisch. Und es ist gegrillt. Ich dachte erst, es ist rohes Fleisch, aber es ist leicht gegrillt, ja. Ist extrem lecker. Sauer, ganz leicht süß, super zartes Fleisch, ganz leicht angegrillt von der Seite.
und hat bis hin den Smoke und Grillflavor. Perfektes Sommergericht. Dieses Gericht ist genau für diesen Moment und genau diesen Wein Salute. She hungry. Iberico Katsu on the house bekommen, was auf jeden Fall sehr, sehr schön aussieht, sehr, sehr japanisch. Viel zu schön aus, um zu essen. Super symmetrisch. Ich meine, gebt euch diese Proportion. Wow, wow, wow. Das ist auf jeden Fall unser Yaki-Spieß, schaut mal. Das ist Ente mit einer auf jeden Fall, irgendwas oben drauf auf jeden Fall. Okay, Sabrina hat die Ehre auf jeden Fall, das Katsu Sanbu zuerst zu probieren. Bite it. Ultra gut. Der Toast ist außen richtig schön knusprig angebraten und da drin ist auch so eine Soße. Das ist so leicht süßlich und das Fleisch ist butterweich. Probier. Okay, überzeugen wir uns selbst. Stark, oder? Boah, das ist so zart wie Filet. Ja. Und das ist so fettig da drin. Ja. Es hält auch perfekt zusammen. Keiner würde erwarten, dass es so schön zusammenklebt und hält. Das Krautsalat erfrischt, lockert das Ganze gut auf. Die Soße ist so schön süß, Tonkatsu-Soße. Und einfach perfekt paniert und perfekt belegt. Hätte ich jetzt nicht erwartet in Griechenland. Ich weiß, alle Griechen sind jetzt wahrscheinlich gerade sauer, weil wir hier japanisch essen in Athen. Aber... Guck mal, wie... Juicy und fettig und Und da haben wir den Grill. Ein mehrstöckiger Yaki. Mit kleinen Gusseisenpfannen da oben. Sieht sehr, sehr cool aus. Lamb Chops mit Salsa Verde. Die Jungs können auf jeden Fall grillen. Das ist Lamm, so wie sie es gehört. Entenskur. Hervorragend. Super zart, super fertig, ihr seht. Juicy. Der Laden hat mein Siegel auf jeden Fall, das hätte ich nicht erwartet. Wild. 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 Guter Wein einfach. Ja, Salz fehlt. Okay, die Lamb Chops sind doch ein bisschen weird, weil man weiß nicht wirklich, wo man reinbeißen soll. Und irgendwie landet man immer im Knochen. Wie ist deine Ball? Schönes Athen. Wunderschön. Dankeschön. Ciao, danke euch auch. Ciao. Peace, Freunde, was geht denn? Herzlich willkommen zurück in unserem Hotel. Wir waren noch unter. God damn! Peace, Freunde, was geht denn? Herzlich willkommen zurück in unserem Hotel. Nee, wir waren noch gar nicht hier. Auf jeden Fall ist das das Bad. Mit einer Toilette. Und einem Stay Wild Gemälde. Mit einem Löwen. Spiegel. Dusche, in der ich gerade eine Dusche nahm. Und ja, das ist auf jeden Fall der Bettbereich. Und jetzt kommen wir zum Eingemachten. Und zwar wurden wir eingeladen nach Athen über dieses Wochenende bis Montag von Free Now. Kollaboration mit dem Primer Festival, das wir morgen besuchen gehen werden. Das ist unser schon mal kleiner Empfangs. Ist das der Festivalhut, oder? Den setze ich morgen aber sowas von fix auf. Fix, oder? Das ist auf jeden Fall Free Now, meine Damen und Herren. Eine Taxi-Carsharing-App. Wow, wow, wow. Schaut mal dort hinten. Hinten kann man sogar Akropolis sehen. On the mountain. Das sieht ja auch absolut wild aus, oder? Dieses Gebäude. How you doing? Ja, wunderschön auf jeden Fall. Kann man nichts sagen. Zwei Schwaber in Athen. Wir gehen Abendessen. We eaten. Eigentlich nicht mehr lustig. Keine normalen Unterhaltungen mehr. Ich auf der Straße gehe, in Gedanken, spreche ich in meinen Gedanken so. Communicate. He walking. He eating. Herzlich willkommen bei Materia Prima, Cava und Winebar. So sieht's aus, da werden wir heute Abend speisen. Hello. Hi. Alright. Süßer Laden, oder? Was sagt ihr? Es gibt auf jeden Fall ein Beef Tartare, das mich anlächelt. Meine Damen und Herren, die ersten zwei Weine sind am Tisch. Der ist richtig geil. Das Geile hier ist, die haben eine riesige Weinkarte. Wir haben auch eine super, eine relativ große Auswahl an Weinen, die man offen trinken kann. Und die bieten sogar halbe Gläser an, falls du dich halt wirklich durch die ganze Karte probieren möchtest. Ich meine, du kannst auch mit vollen Gläsern machen, aber... Und die erste Speise ist auf jeden Fall am Tisch. Wir haben einen Tomaten-Trauben-Mandelsalat. Ist das richtig? Ja. Die Mandeln kleben so ein bisschen zusammen. Richtig leckere Tomaten, wow. Kannst du noch wiedergeben, was da drauf ist? Ich liebe deine Finger. Du machst immer so
euch das schon mal aufgefallen? Smoked Trout. Wer darf zuerst? Wer darf zuerst? Das, was die Creme unten ist. Das sind 12 Prozent, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Der Salat gibt ein richtig geiles Aroma ab, weil der, glaube ich, gegrillt ist. Auf jeden Fall haben wir auch den nächsten Wein. Das ist die Flasche, das ist das Glas. Sieht wunderschön aus, wieder aus Griechenland. Der ist so würzig. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Das ist frisch, das ist smoky, das ist auch leicht süß. Olivenöl, das ist richtig geil, das ist wirklich richtig geil. Ich verstehe nicht, wie der Laden nicht ausgebucht sein kann an einem Freitagabend. Beef Tartar, meine Damen und Herren, darf ich diesmal als erstes probieren? Ja. Sind das Rosinen? Nee, Essiggurken. Nee, das so. Zwiebeln, glaube ich. Auch sehr lecker. Das Einzige, was fehlt, ist Eigelb. Ich finde, es könnte noch so ein bisschen rein. Aber es hat trotzdem wahrscheinlich den wenigsten Wow-Effekt von dem, was wir bestimmt, bestimmt, ja. Und kommen wir zu den Tagliatelle. Die treffen sich mit so einer Salz, mit so einem Salz- und Säurekick. Und auch perfekt al dente. Das ist eine sehr, sehr geile Pasta. Wow. Ist auch Olivenöl viel drauf, oder? Ja. Finale. Wir haben das Porksteak. Ihr seht auf jeden Fall ein wunderschön dickes Stück Fleisch. Das ist eine Soße, da sind kleine getrocknete Feigen, da sind da, das ist Fenchel, oder? Ja. Wow. Sieht sehr, sehr special aus, sehr, sehr einzigartig und boah, ist aber schon ein dicker Cut. Also die müssen es irgendwie geschmort oder gekocht haben worden. Das kann nicht so zart sein. Fenchel und Feigen. Oh! Und zwei neue Rotweine. Der hier von Italien. Boah. Das ist jetzt mein Platz 1. Wirklich? Platz 1? Von allen. Diese Kruste. Also ich muss zusammenfassend nochmal sagen, dass wirklich jede Speise, die wir gerade am Tisch bekommen haben, einen wirklich immer so einen kurzen Wow-Effekt gegeben hat. Also es war alles mindestens eine 8,9 von 10. Sweet. Great. This was glad great. To have you. Glad 10 to have you guys. Thank great. You so Thank much. You. Have a good evening. Bye-bye. Vor allem mal von außen noch ein letzter Blick. Merkt euch das. Ganz, 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 ganz wild. Wow. Peace, Freunde, was geht? Und guten Morgen, Athen, wie geht's euch? How are you? How are you? Alter, ich habe ganz vergessen, wie warm es ist. Klimaanlage im Zimmer. How you doing? War eigentlich auch nicht mehr lustig, oder? Sie ist monstermüde und monstersick, aber das Koffein im Monster gibt ihr den Kick. Sie braucht ein Monster. 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 Schau an eine Tomate. Don't eat my tomato. Monster. So, das kann jetzt aber nicht sein. Hey! Hui! Also, Hüftrotationsmaschine, das ist wirklich eine Maschine, die jeder braucht. Ist ein absolutes, also sowas muss in jedem Hotelgym da sein. Die muss ich ja jetzt, also die muss, wenn die nicht da wäre. Meine Damen und Herren, 3 Stunden sind vergangen. Und wie ich euch gesagt habe, wir sind eingeladen von Free Now in Kollaboration mit dem sogenannten Primer Festival hier in Athen. Und was wir hier haben, ist auf jeden Fall die Business Lounge des Hotels, wo uns jetzt diverse Snacks und auch Drinks zur Verfügung stehen. Schenkt mir reinen Wein an. Does anybody want a drink? So there we go. And no is. And how do you say cheers in Greece? Yamas. Also das, meine Damen und Herren. Ein Bus bringt uns zum Festival. We went sprinting. Sabrina identifiziert sich als Selfie-Stick. Okay, jetzt sieht das Ganze auf jeden Fall schon ein bisschen mehr nach Festival aus. Welcome to Primer. Da sind wir, meine Damen und Herren. Free now. Meine Damen und Herren, wie ihr sehen könnt, okay, ihr könnt es eigentlich nicht sehen,
Aber ihr könnt die Masten da sehen. Woran man erkennen kann, dass wir am Wasser sind. Direkt am Wasser. Aber eigentlich könnt ihr das Wasser nicht sehen. Deswegen ist es auch eigentlich komplett egal, dass wir am Wasser sind. Hey. She getting glitter. We eating. Leute, auf dem Festival gibt es genau zwei Optionen, um eure Mägen zu füllen. Einmal Goodies und Everest. Goodies und Burger. Und ja, man munkelt, dass wir morgen noch einen sehr, sehr leckeren Burger essen gehen. Deswegen werde ich bis jetzt für Hotdogs entscheiden. Sauerkraut, Senf, Ketchup, den Wiener, ein sogenanntes Lobster Brioche Bun und ja, das war's. 3, 2, 1, und rein da. Ja. Peace, Freunde, was geht und herzlich willkommen zu einem weiteren Tag im schönen Athen. Wie geht's euch? Auf jeden Fall werden wir heute dorthin essen gehen, diesen Burger in dieses Restaurant essen gehen, das ich eigentlich gestern schon testen wollte, also bei einem japanischen Restaurant. Haben die gesagt, der Burger, den gibt's jetzt woanders und bla bla bla, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt noch ein weiteres japanisches Restaurant. Ich weiß, es wird schon wieder japanisch, aber es wird sehr, sehr lecker werden. Dieser Burger sieht gigantisch aus, die anderen Speisen sehen gigantisch aus. Es wird gut werden. Fast and Furious! Hey, hey, wer von euch wusste, dass sie da singen? Fast and Furious! Wusstest du das? Ja. Erst als wir in Tokio waren und ich irgendwas gelesen, gesehen oder wo, ist es mir klar geworden, was sie da singen. Das wusste ich nie, dass in diesem Song, dass sie Fast and Furious singen. Ich bin ganz sicher. Woher weißt du das? Dass sie das singen. Woher weißt du das? Weiß ich nicht, war alles erfunden gerade. Glaube ich nicht auch. Ich mag diese Telefonzellen. Die fand ich letztes Mal schon irgendwie interessant. Einfach so gelb-blau. WD-40. Griechischer Wein. Oh, we're talking. Fast and Furious. Das liegt in. Hey, hey. Gelbes Auto. Kennst du das? Ah, brutal. Damn. Hey. She tiny. Sarah auseinandergenommen, hä? Huh? Du weißt, dass ich noch nichts gegessen habe heute, oder? Gar in meinem Magen ist nichts. Nix. Ich bin leer. Eine schöne Straße in Athen. Historische Ausgrabungen. Noch mehr historische Ausgrabungen. Peace, Freunde, was geht? Und herzlich willkommen bei Ekiben Kitchen. Was auch so eine Art japanische Izakaya, / Shop, / auch Mittagsimbiss ist und sehr, sehr cool aussieht. Und es wird lecker werden jetzt. Hi. Hi. Das Orange Wine, Rose Wine, Red Wine. Ich lese nur Fried Chicken Buckets. Ich bin Alkoholiker. Sehr, sehr wilde Karte aber auch. Guck mal, Bite, Salads, Fried Chicken, Sandos. Es gibt einfach 6 verschiedene Sandos. Also das, was wir gestern hatten, nur 6 davon. Yeah, yeah, you look good, no worries. Perfect. Schau mal dieses schöne Stück hier an. Wow! Hokkaido Japan Wagyu. What the fuck is going on? Es gibt auf jeden Fall auch ausreichend Spiritosen, ja, Weine, Kewpie Mayo, Miso-Pasten, alles da auf jeden Fall, was man aus Japan kennt und auch sehr, sehr stylisch. Und ja, ich meine auch die Küche sieht schon professionell und danach aus, dass die Kollegen hier es auf jeden Fall ernst meinen. Lass uns Essen bestellen. Thank you. Enjoy. Oh, everything is coming. Wow, 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 and the tartar. So viel Lachs, aber. Der Lachs ist so frisch, jetzt ist es schön kalt. Okay, ich würde sagen, Beef kommt mal zu mir. Salat kommt mal zu dir. Wow, wow, wow. Ich versuche hier mal von allem etwas zu bekommen. Dieser schön klebrige Sushi-Reis. Das Beef. Das geronnene Eigelb. Mm. Wow, wow, wow. Wow. Das hat auf jeden Fall einen Tamage Kake Gohan. Wie heißt es nochmal mit dem einen in der Mitte? Auf jeden Fall ein Effekt von dieser Frühstücksspeise mit Reis. Kleine, knusprige Röstzwiebeln. Diese Mini-Pilze. Und wow, dieses Eigelb ist halt einfach das, was es am Ende des Tages dann noch die Krone aufsetzt. Mmh. Also sowas hätte ich nicht erwartet, dass es in Athen gibt. Nimm mal ein bisschen.
Ja, da ist Glutamat drin, glaube ich. Das ist richtig, diesen MSG-Kick. Wow. Diese japanische MSG QP Mayo. Diese Nuggets sind viel langweiliger und einfacher aus, als sie schmecken. Die sind auch köstlicher. Hab ich schon gesagt, dass es knusprig ist? Wow. Das war frisch, ne? Wow, wow, wow. Ganz großes Kino auf jeden Fall mal wieder. Okay, kommen wir zum Superstar. Damn. No. Birdman Smash heißt der. Wenn wir uns jetzt mal annähern, eine auf jeden Fall klebrige Situation, ja? Eine klebrige, gesmashte, soßige, bannige Angelegenheit. Boom. Oh mein Gott, wie genau da rein war. Das ist absolut wild. Das ist der cremigste Burger, den ich je gegessen habe. Ich weiß, ihr fragt euch jetzt, was redet er jetzt für einen Sport mit cremiger Burger? Er beißt rein und versteht, was ich meine. Ey, das Bun ist so weich. Das ist so garstig. Oh mein Gott, das ist so gut. Noch nur so leicht rosa in der Mitte, oder? Smashburger, aber trotzdem rosa. Das ist mit Goldies. Safe der beste Burger, den ich außerhalb der USA je gegessen habe. Ja, okay, Kopenhagen, dieser Funky Chicken Food Truck gehört auch noch dazu. Aber die drei sind auf jeden Fall die besten Burger. Ein Bomben-Smashburger, die Soße hat so einen richtigen Kick und auch was Besonderes. Beef, dass man einfach, das einfach durchdrückt. Ja, was soll ich euch sagen? Geiler Salat, geile Soße. Wow. Der ist wirklich eine 10 von 10. Athen, wir lieben dich. Alright guys, thank you, it was very delicious. Amazing. Thank you, bye-bye. What a Fug. Du hast einfach jede Größe. Was ist deine? Die hängt da nicht.